Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Sondele, ich habe mir die Nacht ein bisschen die Zeit vertrieben mit zwei neuen Werkzeugen. Denn nochmals vielen Dank für den Tipp, dass ich die Schmiede doch schon benutzen kann. Da habe ich mir gleich erstmal einen Launhammer und einen Schraubenschlüssel gebastelt, damit wir auch ein bisschen was abluten können. Und des Weiteren habe ich ein bisschen Holz gesammelt. Und ich habe ein bisschen das Beet erweitert. Provisorisch schon mal, gell? Dass wir das schon mal haben. Und ein Reh habe ich gefangen und ein Zombie getötet. Also nichts Wildes die Nacht wieder mal. So, dann können wir mal hier den Porsche abmontieren. Oh, guck dir das an, was du da rauskriegst. Oh, ist das gut? Ist das gut? Ich denke mal, das wird noch wegspawnen. Oder nee, despawn heißt das ja, ne? Wir müssen es ja ein bisschen anpassen. So, wunderbar. Was habe ich heute vor? Wir befinden uns im vierten Tag. Rein theoretisch müsste ich schon mit der Falle beziehungsweise mit dem Schutzbunker anfangen. Hm, weil der erste Blutmond wird nicht so kritisch werden, denke ich. Aber ich hätte eher Lust, mit euch nochmal eine Mission zu machen, beziehungsweise nochmal eine Erkundungstour, damit wir hier, wir gehen mal auf die Karte, hier noch ein bisschen weiter mehr aufdecken, das Ganze. Das wäre super. Und zur Falle, da habe ich schon eine kleine Skizze gemacht. Wie gesagt, das ist nur eine Skizze, also mit nur Strichen, wie ich mir das gedanklich vorstelle. Nur mit der Umsetzung bin ich noch nicht ganz... komme ich noch nicht ganz zurecht, ob das auch wirklich so klappt, wie wir uns das vorstellen. So. Da werden wir sehen, aber wir haben Zeit. Zum ersten Blutmond ist nicht mehr ganz so viel Zeit. Und, das kriegen wir hin. Ah, hier ist auch Wasser, guck mal. War das auf der Karte schon mit drauf? Da unten bin ich. Ja, das war schon mit drauf. Ich habe es bloß nicht gesehen, weil es zu klein war. Los. Ey, schau mal. Wie krass ist das bitte? Das ist ja heftig. Das ist sehr geil. Schaust du an. 7 von 75 für die Medi. Da gibt es noch ein bisschen was zu schlabbern. Ah ja, da ist er. Oh. Ha! Halt, warte. Jetzt wirst du aber frech hier. Jetzt sah ja nett aus, ne? Da wäre halt die Frage, ob dahinter noch was ist, gell? Ob dahinter noch was ist? Mal gucken. Ich glaub's ja nicht, ne? Schauen wir mal. Nee, ist nichts mehr, alles klar. Ja gut, haben wir das auch gemacht. Voll schön. So, dann können wir hier mal ein bisschen die Autos abmontieren. Sehr geil. Das freut mich, dass wir den Schraubenschlüssel jetzt auch schon haben. Ja. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ja, da stand ich wie ein Ochs vom Scheunentor. Ja klar, Schmiede. Da muss was reinpassen. Völlig klar, da kann man auch was schon rausbauen. Genau.
So. Gefällt mir. Schon wieder auch mal? Ich habe dir ja doch erst mal zwei Fleisch gegeben. Oh, Motor haben wir jetzt auch schon bekommen. Habe ich gar nicht gesehen. Batterie habe ich gesehen, ja? Das ist so gut. Beste überhaupt. So, wie schauen wir denn überhaupt aus? Wir sind echt gut am Werk. Geh mal heim und bring das Zeug weg. Dann ist bestimmt auch schon gleich 6. Obwohl es erst halb 5 ist. Dass man da eventuell... Ah, warte, warte. Warum denn so hektisch? Hier, da vorne steht noch ein Auto. Können wir noch abmontieren. Vielleicht durchsuchen und abmontieren. Alles mit der Ruhe. Ich bin schon wieder völlig hibbelig. Obwohl, wahrscheinlich werdet ihr sagen, hä, wo ist der hibbelig? Der sitzt doch eigentlich ganz ruhig da. Aber so diese innere Unruhe einfach. Militärische Musik. Warum? Mal looten wir hier kurz das ganze Zeug. Wie viele Federn waren das? 5? Ah, ich habe die... Ich hatte noch Pfeile, Spitzpfeile gefunden. Aber die habe ich in die Kiste gepackt. So. Haben wir hier Wasser drin? Ja, Gebrauchswasser, das ist... Oh, dich habe ich nicht gesehen. Ja, und dann würde ich mich eben noch auf die Suche begeben. Bauplan für die Waffentaschenlampe, sehr geil. Auf die Suche begeben nach einem Buchhändler. Weil, wir haben ja gesehen, dass die da was abgeändert haben bezüglich des Skills. Und da hätte ich gesagt, machen wir das einfach so. Was brauche ich denn hier überhaupt nicht? Die Knochen brauche ich nicht. So. Dass wir mal eine Bücherei aufsuchen. Oh, Fräulein. Himmel, Herrgott. So aufdringlich, was ist denn da los? Also schleichen bringt nichts. Ah, sehr schön. Laserzielhilfe-Mod. Na, das ist ja mal was. Leppiteppi? Okay. Was nischte? Auch nix. Ah, cool. So Funpimps. Machen sie auch noch Eigenwerbung, geil. Oh, den krieg ich. Ach, komm. Ah, cool, ein Trockner. Okay. Wie viele Jahre sind wir hier schon aus dem Dingenskirchen raus, ne?
Weil 2013 haben wir auch schon einen Kalender gefunden. Da liegen schon ein paar Tage dazwischen, ne? So, warte mal, das ist doch so ein großes Haus. Das war jetzt bloß eine Tür, gell? Naja, guck mal an. Die ist verschlossen. Da steht auch einer. Moinsen. Was wollt ihr denn hier so rumgammeln? So, jetzt haben wir. Ein bisschen Fleisch. Können wir schnabulieren. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei gewesen, aber. Warte mal, Hammer. Da ist der Handtischle. Ja, nimmst du mit. Ah, da ist die Leiter. So. Ah, Mr. L. Bundy. Zack. Ja, 2013. Oh. Kleiner Fanatiker. Militärzeug. So. Das waren doch früher auch mal so Schränke, oder nicht? Warte mal, kann ich da trotzdem noch was rausholen? Nee, das geht nicht mehr. So, da war aber nochmal extra Loot da oben. Ich bin 8 drüber. Das verkauf mal. Aber wir werden ja schon ein bisschen was los. Knochen brauchen wir eigentlich nicht. Jawohl, Gebrauchswasser. Gammelfleisch für die Beete später. Wie voll bin ich denn? Zeig mal her, das brauchst du wirklich nicht. Das Papier brauchen wir momentan auch nicht. Die Federn gerade auch nicht. Komm, mach weg. Genau.
haben wir denn da? Jawohl. Holzknüppel, Stufe 2. Das ist cool. So, wo ist denn jetzt der Superloot? Da wäre ein Rucksack, okay. Da geht's ja theoretisch auch noch nach oben, oder? Wie kommen wir denn da jetzt am geschicktesten hin? Kann ich mir so kleine Leiter basteln? Holzleiter. Machst du mal 2? Ah, okay, hier ist nix. Aber wir haben mal nachgeschaut, so ist ja nett. Ist auch nichts. Wenn er nur hier, oder? Wer ist denn da jetzt munter geworden? Hä? Wo kommst du her? Okay. Ah, die geht auf. Und wieder Geleck. Bei den Hunden kriege ich immer so eine Gänsehaut. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß gar nicht. Da ist auf jeden Fall der Superloot. Okay. Oh, warte. Orden. Ein Safe, der ist offen. Sieht aus wie so eine Veteranenbude, ne? So, dann schauen wir doch mal. Das ist eigentlich eine gute Ausbeute, hä? Ich so ein bisschen. Oh! Warte. Das kann hoch. Das kann hoch. Das kann auch kurz hoch. Nehmen wir mal das hier: Armbrustmunition.
Ganz kurz. So. Da. Ändern. Also kann man nur eine reinpacken. Das ist nicht so toll. Kann man hier vielleicht noch da was mit reinpacken? Ja, das geht. Das ist okay. Machen wir mal. Rezepte. Machst du mal die 5? Ja, macht er jetzt gar nichts. Weil mir wieder was fehlt. Ist ja geschlossen. Dann verkaufen wir es halt. Ist ja wurscht. Die 11 können raus. Das machen wir jetzt zu Stoff. Wollte ich eigentlich verkaufen. Mal wieder 3 frei. Das Rost wollte ich behalten. Beziehungsweise... Ach komm. Wir finden wieder eins. Das behalte ich auch. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen was frei haben. So, zeig mal her hier. Okay. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Was ist mit dir? Unberührt? Sehr schön. Knüppeldick, das können wir eigentlich hernehmen. Den reparieren wir. Da ist auch noch ein Bücherregal. Ein Scheinwerfer, sehr geil. So, dann hier noch Electronics, okay. Ah, cool, der Drohnenkopf. Sehr geil. Es werde Licht erfahren, wie du deine eigenen Generatoren elektrische betriebene Gegenstände fertigst. Auch sehr nice. Die Kette würde ich gerne um den Schläger drum machen. Es wurscht, der ist mehr wert. 11. Genau. Um ganze 11. Da wird jetzt die Tür aufgegangen. Schauen wir nochmal kurz um. Wir haben schon 19:30. So. So, Brauschnitt. Sand kriegen wir noch en masse. So, jetzt haben wir hier drin noch nicht, ne? Doch, da waren wir drin. Jetzt sind wir hier hochgeklettert, stimmt. So, jetzt pass auf. Wir bringen das ganze Zeug nach Hause. Was wir nicht benötigen. Und dann legen wir mal gleich los. Beziehungsweise wir gehen erst zum Händler, holen die Mission. Und schauen, was wir da noch alles loswerden bei ihm. Finde ich aber schon mega, dass wir Batterien und Motoren haben. Für unsere eigenen Generatoren. Oh cool, da hinten ist auch noch eine Stadt. Wird zumindest so angezeigt. Der war leer. So, schauen wir mal rein. What do you want? Sachen verkaufen, Digga. Morgen erstmal. So, ich hätte gerne. Das sind die Armbrustdinger, gell? Ja. Ach so, weil ich jetzt keinen Platz im Inventar habe. You don't buy something next time, I'll shoot you. So, jetzt hat er aber. Zack. Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Dinger. 120 sind weg. Den wollte ich verkaufen, gell? Ja, und den Knüppel auch nochmal. Ah, ist nur 68. Machen weg, machen weg, machen weg. Ist nur unnötig. So, Saschierverpillen.
Steroide haben wir schon einmal daheim. So. Auch nicht Fülle, wa? Gab's da. So. Den Rest würde ich gerne behalten. Den bringen wir auch heim. Cha-ching! Thanks, buddy. Ja, und jetzt kommen wir noch eine Mission aus. Welche machen wir? Abholmission, Beseitigung? Hier sind noch zwei Abholmissionen. Westlich. Dann nehmen wir die hier. Jackass. You won't work? Then show some respect. Ja, nehmen wir an. Aber wir gehen erstmal vorher heim. Da liegt ja quasi auf dem Heimweg. So. Ja, da drüben. Der ist neu, den habe ich noch gar nicht gesehen, die Tasche hier. Da ist ein Trockenbrot drin, ja, komm, geh weg. Habe ich was zu trinken dabei? Selbstverständlich, komm. Trink ja mal was. Mega gut. Gefällt mir. So soll es sein. Die Kartoffeln werden auch schon fertig, so wie das aussieht. So, jetzt pass auf. Wir gehen erstmal hierher. Wir können Kaffee machen. Mit drei, ne? Jo, machst du mal und einmal Wasser. Ne, zweimal Wasser. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. Ja, das läuft durch. Okay, passt. Okay. So. Dann runter an die Mischkisten. Die erstmal hier Frisalien. Was kriegen wir da los? Dann kriegen wir sogar die Mais-Sachen weg. Würde ich so machen. Gammelfleisch habe ich hier noch mit drin, gell? Ja. Hat er. Zack. Sehr gut. Pass auf die Reifen. Pack ich mal nach oben. Motoren. Sehr schön. Das kommt damit her. Mods, das seid ihr. Da können wir gleich mal den Knüppel. Den Knüppel neu erneuern. Holzknüppel. Stufe 2. Jo. Sehr geil. Ändern. Ein Platz haben wir frei. Wofür kann man den denn gebrauchen? Mehr Schaden gegen Stein. Pass auf, dann nehme ich doch den Griff runter. Pack den da rein. Abschließen. Und dann kommt der Griff halt in den Knüppel rein. Dann haben wir da einen besseren Halt. So, perfekt. Sehr schön. Voll gut. Sauwetter. Zack, zack. Ich wollte eigentlich die Kette noch drum machen, stimmt. Habe ich jetzt vergessen. Oh, ein bisschen langsamer. Vielleicht nebenbei noch ein bisschen Holz mitsammeln. Weil das brauchen wir ja immer wieder. Da kommt auch auf jeden Fall noch eine Folge, wo wir nur rumlaufen und Stein, Holz, Eisen sammeln. Da müssen wir durch. Ein glückliches Hühnchen.
Den habe ich ja gar nicht gesehen. Grüß dich, meiner. Oh, sehr schön. Bisschen Muni. Ich baue hier alles ab. Das merkt man jetzt schon wahrscheinlich. Ja, Schraubenschlüssel. Einfach raus. Oh, sehr geil, ein Bier. Das ist gut. So. Wir müssen hierher. Jetzt hat der schon wieder Hunger, ne? So, Mission geschafft. Vielleicht hätte ich es doch nicht auf Abenteuer anfangen sollen nochmal. Aber hey. Solange wir Spaß haben, ist alles gut. So geil. So gut. Hallo, Ma'am. Oh, es ist dunkel. Warum ist das auf einmal so dunkel geworden? Das ist ja der Hammer. Nahrungsquellentechnisch sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Das sollten wir jetzt so langsam im Griff bekommen haben. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und schon wieder 4 drüber. Da geht's raus. Okay, Schlagringe, Handwickel, okay. Okay. Ja, Klamotten suche, durchsuche ich jetzt mal nett. Ach Gott, hier mit den Kerzen ist schon süß. Okay, da ist nichts dahinter. Hier ein Klavier. Nö. Da waren wir gerade. Okay. So, dalle. Schauen wir mal, was wir da noch finden. Ah, sehr gut.
verkauf mal. Oh, sehr schön. Was ist das? Maschinengewehr. Das Maschinengewehr geht daher. Verschieben wir alles um eins. Schau, er hätte ich euch daheim lassen können, ne? Gedämpfte Verbindungsmod. Wofür braucht man die denn? Geräusche. Mhm. Geh nochmal rein. Die kann ich gebrauchen für... Verringert den Lärm von Rüstung. Okay. Machen wir es halt so. Mit die Rüstung. Zack. Sehr gut. Da ist aber noch ein Raum, ne? Der war verschlossen. Oh, kein Platz mehr. Dann trinken wir den roten Tee, die Kohlen nehmen wir mit. Das lassen wir da. Sehr gut, fürs Auto haben wir schon 3. Von 100. So, jetzt gehen wir zu unserem Joe zurück. Nee, wie hieß der? Zu unserem Verkäufer, meine ich. Zu unserem Händler. Nee, jetzt kannst du vorwärts gehen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich. Sehr, sehr gut. Zack. Hallo, Friendo. Hallo. At least wipe that shit off your boots before you come into my shop. Ha, was nehmen wir? Ich denke mal die Munition, oder? So, Inventar. Wir wollen verkaufen. Dieses welches. Was verkaufen wir noch? Die Lumpen behalten wir. Ansonsten gar nichts mehr, gell? Na, das vielleicht noch. Achso, ich wollte den Wasserfilter noch holen, ne? Der kostet 2250. Das geht noch weg. So. Gut, ich komme gleich nochmal. Weil ich hätte gerne den Wasserfilter. Das würde ich gerne bauen. Weil bestimmt kann man dadurch richtig schön Wasser gewinnen. So, lassen wir die Tür kurz auf. Wir bringen schnell unser Zeug heim. Schauen, wie viel Kohle wir noch haben. Weil ich glaube, so viel war das gar nicht, ne? Marvin's Getaway. Blub, blub. Da unten, nein, warte. Ich hab da noch Gebrauchswasser dabei, oder? 3 Stück. Rezepte, zeig mal her, Wasser, ja, mach mal. Ich koch das mal ab. Das ist sehr schön. So, das Büchlein hier lesen wir noch.
Stoff und Rüstung Stufe 2. Zip, zip, zip. Rissalien, einmal kurz. Den da, sehr geil. Die Dosen hier noch mit hoch. Das Bier geht da mit hin. Sehr schön. Waffentechnisch haben wir noch nichts. Da müssen wir mal Waffen und Munition theoretisch reinmachen, ne? Mods haben auch keine mehr. Dann geht der Rest eigentlich. Zack, da rein. Erstmal. So. Die Vitamine gehen auch mit rein. Sehr gut. Das braucht noch, okay. Komm, knüppel das da mal rein. Zack. Was mal Hen-Hen-Mer. Sehr schön, alles klar. Dadurch, dass wir 10,45 haben, würde ich mal sagen, lassen wir die Werkzeuge mal unten. Die packe ich doch da mit rein. Da gehen wir eher ran. So, die brauchen wir jetzt nämlich nicht. Dann würde ich vorschlagen, da noch Zeit ist, würde ich vorschlagen, gehen wir in der nächsten Folge nochmal auf Loot-Tour, so wie eine Mission. Und dann bedanke ich mich bei euch erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei 7 Days to Die. Ciao, macht's gut.